Ja, hallo. Guten Abend, herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Grundkurs Versorgungssicherheit und Energiepreise. Wir freuen uns, dass Sie und ihr heute Abend dabei seid, vielleicht ja auch schon zum zweiten Mal. Mein Name ist Anna Brehm, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich führe auch heute Abend wieder durch das Webinar. Gestern fand ja der erste Teil des Grundkurses statt zum Thema Versorgungssicherheit und heute werden wir uns mit Energiepreisen beschäftigen. Energiepreise, es ist ein Thema, das beschäftigt uns alle gerade sehr im Alltag. Wie viel kostet uns der Strom, das Heizen, die Mobilität? Wie werden sich die Energiepreise kurz- und langfristig entwickeln? Wie können BürgerInnen und Unternehmen entlastet werden? Und welche Auswirkungen haben die Preise für unsere Industrie? Sehr wichtige Fragen, die auch bestimmt viele von Ihnen und euch sehr beschäftigen. Und wir werden versuchen, sie heute Abend zu beantworten. Die Preise für Energierohstoffe sind ja schon seit geraumer Zeit gestiegen, auch durch die Erholung nach der Corona-Pandemie und jetzt natürlich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine noch mal sehr viel drastischer. Das haben wir für die Preise zum Beispiel an der Tankstelle oder für Lebensmittel sehr schnell gemerkt. Bei den Nebenkosten, zum Beispiel für Strom und Heizen, merken wir die Preissteigerungen vor allen Dingen als MieterInnen vielleicht erst mit Verzögerung. Und natürlich haben die hohen Energiepreise auch drastische Auswirkungen für Unternehmen, insbesondere für die energieintensive Industrie. Das heißt, durch die hohen Energiepreise ist die Energiewende sehr viel dringender und auch komplizierter geworden. Und vor allen Dingen wirft die aktuelle Situation auch stark wie nie zuvor Fragen der sozialen Gerechtigkeit, des Wohlstandes und auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute Abend zusammen uns anschauen, wie sich Energiepreise überhaupt am Markt bilden, wie sie sich in Zukunft entwickeln werden. Und wir werden auch die vorgeschlagenen Entlastungsmaßnahmen und die Rolle von Preisen für die Transformation zur Klimaneutralität diskutieren. Dafür haben wir wieder Andreas Löschel eingeladen. Vielen Dank, dass Sie uns heute nochmal Ihre fachliche Expertise zur Verfügung stellen, sogar ungeplant jetzt aus Hannover, weil die Deutsche Bahn leider wieder nicht wie gewollt funktioniert hat. Also nochmal ein besonderes Dank für Ihre Flexibilität. Andreas Löschel ist Lehrstuhlinhaber für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist auch Mitglied der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende im Bundeswirtschaftsministerium und Leitautor des Weltklimarates. Und Herr Löschel hat auch ein sehr passendes Buch geschrieben zu unserem heutigen Thema, nämlich ein Einführungsbuch in die Grundlagen der Energiewirtschaft. Die Märkte für Energie sind ja zentral, wenn wir über Energiepreise reden. Das heißt, wer sich über das Webinar heute Abend hinaus noch weiterbilden möchte, wir posten den Link in den Chat, können Sie sich gerne das Buch auch angucken. Herr Löschel wird uns heute Abend wieder in zwei Vortragsteilen erklären. Zum einen die Ursachen für die steigenden Energiepreise und auch die zukünftige Entwicklung und die Auswirkungen auf BürgerInnen und Unternehmen. Und er wird auch die Debatten über die Entlastungsmaßnahmen einordnen. Der erste Vortragsteil befasst sich erstmal mit der Preisbildung und der Funktionsweise von Strommärkten. Und der zweite Teil wirft dann einen Blick auf die Bedeutung von Preisen für die Transformation hin zur Klimaneutralität. Nach den beiden Vortragsteilen haben wir dann jeweils wieder Zeit für Ihre und eure Fragen. Die können Sie entweder in das Frage- und Antwortfenster schreiben oder Sie können sie auch live bei uns auf der Bühne stellen. Dann würden wir Sie per Video oder per Ton zuschalten. Dann würde ich Sie bitten, entweder ein T für Ton oder ein V für Video vor die Frage zu schreiben. Dann kann ich Sie quasi aufrufen. Und bitte nicht schüchtern sein. Gestern hat das niemand genutzt. Wir freuen uns immer, wenn wir nicht hier alleine auf der Bühne sind. Und wir sprechen über komplexe Themen. Unsere Zeit ist aber begrenzt. Deswegen hat Herr Löschel auch netterweise hingewiesen, dass Sie ihn auch gerne nach der Veranstaltung per E-Mail kontaktieren können, wenn Sie noch inhaltliche Rückfragen haben. Und wie Sie wissen, ist Herr Löschel gerade sehr beschäftigt und gefragt. Deswegen finde ich das ein tolles Angebot. Schon mal vielen Dank. Und bevor ich jetzt übergebe, möchten wir wie gestern auch noch ein bisschen über Sie, unsere Zuschauenden, wissen. Es interessiert uns wieder, wo Sie wohnen, welchen Bezug Sie zum heutigen Thema haben und vor allen Dingen, wie Sie die Energiepreise gerade in Ihrem Alltag zu spüren bekommen. Da bitte ich Sie einmal um Ihre Antworten.
und gebe Ihnen eine kurze Minute Zeit zur Beantwortung. So, ich sehe, wie gestern haben wir wieder vor allen Dingen Zuschauende aus großen und mittelgroßen Städten und viele Menschen wieder mit privatem Interesse am heutigen Thema. Das freut uns sehr. Dafür sind ja auch diese Grundkurse gemacht. Und viele von Ihnen bekommen die Preise im Alltag zu spüren. So, vielen Dank für Ihre Antworten. Bevor ich jetzt an Herrn Löschel übergebe, auch nochmal für den heutigen Abend ein großes Dankeschön an Rita Hoppe und Stefan Stoll aus dem Referat Ökologie und Nachhaltigkeit. Die haben den Grundkurs mit mir organisiert. Und dann würde ich sagen, the floor is yours, Herr Löschel. Wir freuen uns auf den ersten Vortrag. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, Frau Brehm. Wir haben ja heute uns vorgenommen, etwas über Preise zu sprechen. Gestern haben wir über Versorgungssicherheit und Energiesicherheit gesprochen. In gewisser Weise sind das natürlich zwei Seiten einer Medaille. Also wenn Knappheiten bestehen, dann werden die in der Ökonomie durch Preise kommuniziert. Und in der Beziehung schaut man sich jetzt eben einmal die physische Knappheit an und zum anderen die ökonomische Knappheit, die eben dargestellt wird durch Energiepreise. Wie beim letzten Mal möchte ich es gerne so machen, dass ich zwei Teile mache. Im ersten Teil möchte ich eher auf Preise und auf den Marktmechanismus eingehen und dann im zweiten Teil ein bisschen nach vorne schauen, wie entwickeln sich die Preise vielleicht auch für die Zukunft und was sind so Stellschrauben, die auch dann von Bedeutung sind. Wir haben wenig Zeit in den Vorträgen, ist ein großes Thema, deswegen werde ich sicher nicht alles zu Ihrer umfassenden Zufriedenheit darstellen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, danach nochmal Fragen zu stellen oder sich auch nochmal an mich zu wenden. Da würde ich mich drüber freuen. Also, Energiepreise ist vielleicht ganz instruktiv, wenn wir erstmal uns anschauen, wie gestalten sich eigentlich Preise für Haushalte und wie haben sich die auch verändert über die Zeit. Wir haben ja eine Situation, dass Energiepreise eigentlich über eine relativ lange Zeit recht günstig waren. Also wenn Sie anschauen, wie in den 2010er Jahren die Preise waren für Gas, aber auch für Strom, dann waren die eigentlich recht günstig, ja, auf den Märkten, ne, aber eben auch in der Summe. Der Gaspreis für die Haushalte setzt sich nämlich nicht nur zusammen aus dem Großhandelspreis, über den sprechen wir ja meistens jetzt, sondern auch aus anderen Preiskomponenten, einmal eben aus den, ja, aus der Netzentgelten, aus den Kosten für Messung und Messstellenbetrieb, aus der Mehrwertsteuer, Konzessionsabgabe, Erdgassteuer und CO2-Preis seit neuestem im Rahmen des Brennstoffemissionshandels. Das zusammen macht dann den Preis und wie Sie sehen, früher war das so ungefähr hälftig. Ne? Die Hälfte war Beschaffung, Vertrieb, die andere Hälfte waren eben andere Kosten, die oben mit drauf gekommen sind. Hat sich ein bisschen ins Verschoben, Steuern, Abgaben etwa 23%, Netzentgelte 11%, Beschaffung, Vertrieb etwa 2/3 der Kosten. Und was Sie sehen ist auch, diese Preise sind massiv nach oben gegangen. Jetzt, das ist eine Bestandsaufnahme vom August. Da sehen Sie schon, die Preise sind jetzt viel höher und der Treiber, das ist der Großhandel, der Großhandelspreis. Und für die Neukunden ist es noch viel schlimmer. Wenn Sie jetzt einen neuen Vertrag beginnen möchten, dann sehen Sie das auf der rechten Seite. Da sind die Preise jetzt noch höher, also wenn die im August bei 15 Cent waren, als durchschnittlicher Erdgaspreis für den Haushalt, sind Sie jetzt bei einem Neukundenpreis von über 20 Cent. Der ist gerade wieder etwas runtergegangen, weil diese hauptsächliche Komponente, nämlich der Großhandelspreis, auch wieder etwas heruntergegangen ist. Und das sehen Sie, wenn Sie sich einen der Leit
Preise anschauen, nämlich den sogenannten TTF-Preis, das ist die Title Transfer Facility, der Preis, an dem Gas an einem virtuellen Handelspunkt in Rotterdam gehandelt wird. Das ist also ein Referenzpreis und was ich Ihnen hier zeige, das ist nicht der Spotpreis, also der Tagespreis, sondern das ist ein Futurepreis, nämlich November 2022. Also wenn Sie heute Gas kaufen wollen und die Lieferung November 2022 stattfindet, dann hat sich jetzt dieser Preis über die Zeit so verändert, wie Sie es hier sehen. Ja, und Sie sehen nochmal jetzt, was ich vorhin auch schon gezeigt habe, der war natürlich viel niedriger. Jetzt Ende 21 ist er schon gestiegen gewesen. Ja, davor war der noch niedriger und eher eben in diesen Größenordnungen 40 Euro pro Megawattstunde und teilweise darunter. Und dann gab es eben schon hier im letzten Herbst so eine erste Knappheit. Darüber haben wir gestern gesprochen. Die zeigt sich dann eben auch bei den Preisen. Ja, dann gab es hier den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Nächster Preisspike. Ja, und dann gab es hier den Stopp der russischen Gaslieferungen, erst eben mit der Revision von Nord Stream 2, 1 und dem Verlust von Nord Stream 2, den gab es natürlich schon hier früher, aber hier Revision Nord Stream 1 und dann eben den Stopp der Lieferungen aus den russischen Pipelines. Da gab es eine Preisspitze, 350 Euro pro Megawattstunde. Seitdem ging es runter. Interessanterweise genau da, wo Russland bekundet hat, dass man jetzt kein Gas mehr liefern möchte. Das war so der Wendepunkt. Seitdem sind die Preise eigentlich kontinuierlich gefallen. Wir haben uns beim letzten Mal die Gasspeicherstände angeschaut. Ich habe gesagt, die sind sehr, sehr hoch. Augenblicklich bei dem schönen Wetter haben wir gar keine Abnehmer für das Gas. Deswegen ist der Spotpreis, also der Tagespreis, sogar negativ geworden, ne, weil man gar nicht wusste, wohin mit dem Gas. Und das haben dann nur Leute abgenommen, die ganz kurzfristig ganz viel Gas nehmen können. Also zum Beispiel Hersteller von Ammonium, die können das machen. Die haben dann die Produktion hochgefahren und kurzfristig das Gas eingekauft. Aber wir können es eben gar nicht mehr lagern. Aber diese Knappheit oder dieser Überfluss, der ist eben nicht strukturell. Das heißt, fürs nächste Monat kostet das Gas schon was und kostet auch noch sehr viel. Also immer noch, wenn ich jetzt das im Vergleich zu vor 2 Jahren sehe, immer noch das Dreifache von damals. Und die Erwartungen ist auch, dass es für die Zukunft teuer bleibt. Also was Sie hier sehen, sind jetzt die Preise für die Kalenderjahre 23, 24, 25. Also wenn Sie heute Gas kaufen wollen, eine Megawattstunde im Jahr 25, zur Lieferung 25 kostet die 72 Euro, na, also deutlich niedriger als das heutige Niveau, aber immerhin noch deutlich höher als früher. Ja, und wenn Sie das im nächsten Jahr kaufen wollen, dann zahlen Sie fast 140 Euro und etwa 100 Euro 2024. Also Gaspreise bleiben noch lange weit oben. Danach können die auch wieder runtergehen, vielleicht sogar noch mehr, als wir es hier sehen. Wir haben ja gestern uns mal angeschaut gehabt, die physischen Knappheiten, wenn die sich auflösen bei den LNG-Terminals, zum Beispiel in den Pipelines, dann können die Preise eigentlich auf LNG-Niveau runtergehen. Und das ist augenblicklich so irgendwo bei 40 Euro pro Megawattstunde, vielleicht ein bisschen drüber. Das heißt, da könnten die Gaspreise auch wieder hingehen in der langen Frist. Also sobald diese Rahmenbedingungen, die physischen Knappheiten aufgelöst sind. Etwas anders schaut es dann aus beim Strom, wie ich gleich zeigen werde. Der Strompreis, der wird natürlich jetzt auch von dem Gaspreis beeinflusst. Aber lassen wir erstmal einen allgemeinen Blick auf den Strompreis werfen. Da gilt eben auch, der Strompreis an sich ist nur ein kleiner Teil des gesamten Strompreises für die Haushalte. Also wenn Sie sich historisch anschauen, dann sehen Sie, Strom war bei uns eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so günstig, aber das lag nicht an dem Preis auf den Märkten, sondern das lag tatsächlich an den verschiedenen Abgabenumlagen, die auf den Strompreis noch draufkamen. Also na, hier zum Beispiel, ja, also durchschnittlicher Bezugspreis für Beschaffung und Vertrieb vor 5 Jahren, nicht mal 6 Cent.
Ja, aber sogar mehr als das an Netzentgelten, die zu zahlen waren, Mehrwertsteuer und eben die EEG-Umlage, die auch höher war als der Strompreis, der durchschnittliche Strompreis an den Börsen. Das Ganze inklusive Stromsteuer summiert sich dann auf zu 30 Cent. Aber von den 30 Cent sind vielleicht 15 Cent, was der Strom an der Börse kostet. Der Rest sind andere Bestandteile. Und Sie sehen auch hier wieder, der Strompreis an der Börse ist gestiegen. Die anderen Komponenten auch teilweise, also insbesondere die Netzentgelte, da haben wir drüber gesprochen. Dafür sind andere Dinge zurückgefahren worden. Also zum Beispiel ist jetzt im zweiten Halbjahr die EEG-Umlage entfallen. Ja, aber trotzdem ist der Preis eben jetzt deutlich höher als noch früher, aber eben abgeschwächt. Ja, weil eben diese anderen Komponenten da noch oben mit drauf sind. Der Strommarkt, der schlägt nicht so durch für die Haushalte, aber trotzdem müssen Neukunden jetzt bis zu 50 Cent zahlen. Ja, also deutlich mehr als noch im letzten Jahr. Da war es eben etwa bei 30 Cent. Ja, für die Industrie schlägt es noch mehr durch, weil die Industrie jenseits der Beschaffungskosten keine großen zusätzlichen Strombestandteile mehr hat, weil insbesondere große Abnehmer Begünstigungen haben, was die Netzentgelte angeht, die Stromsteuer angeht, die EEG-Umlage angeht. Das heißt, da kommt für große Abnehmer auch diese Beschaffungskosten nicht mehr so viel obendrauf. Ja, und damit schlägt auch dieser Preisanstieg unmittelbar durch. Für kleinere kommt natürlich noch diese verschiedenen Komponenten drauf. Ja, und was bedeutet das für den, welche Rolle spielt der Großhandelspreis? Ja, ich habe hier Ihnen mal den Spotmarktpreis, also den Tagespreis auf den Spotmärkten aufgezeichnet. Und da sehen Sie jetzt ein ähnliches Bild. Der hat eben abgehoben im letzten Jahr auch hier eine Spitze, die eben mit der Gaspreisspitze korreliert, kommt hier wieder nach unten. Aber jetzt sehen Sie, im Vergleich zum Gas geht man da sogar von aus, dass die Preise für Strom noch ansteigen im nächsten Jahr. Ja, und dass dann auch hier dieser Rückgang der Preise nicht so stark stattfindet wie eigentlich beim Gas. Und was ist der Grund dafür? Naja, zum Beispiel braucht man, wenn wir nachher noch sehen, einfach mehr Stromerzeugungskapazitäten im Strommarkt. Man braucht eigentlich günstige Gaspreise, man braucht mehr Erneuerbare. Und davon hängt es dann eben ab, wie auch die Strommärkte sich in der Zukunft entwickeln werden. Jetzt vielleicht, um zu erklären, wie kommt das eigentlich zustande, dass sich dieser Spotmarktpreis bildet, will ich hier nur eine Grafik nochmal zeigen, die erklärt, und das sieht man jetzt hier, den Strompreis, dass der Strompreis über den Tag schwankt. Ja, der hängt eben jetzt tatsächlich davon ab, wie Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Das heißt eben hier hohes Angebot und kleine Nachfrage führt dazu, dass Preise sinken. Also klassischerweise in der Mittagszeit, wo viel PV da ist, das ist jetzt gestern und vorgestern gewesen, die Preiskurve, ja, da ist eben viel Erneuerbaren am Markt und dann sinken Preise auch ab. Ja, und wenn die wieder weggehen, steigen die auch wieder an, auch wenn natürlich eine höhere Nachfrage da ist. Das sieht man hier nochmal so eine Atemspitze, wenn hier gekocht wird zum Beispiel oder ähnliches. Ähnliches. Also über den Tag schwanken die Preise. Ja? Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ne? Also wir haben eben Schwankungen in der Nachfrage, ja, und wir haben ein bestimmtes Angebot. Und je nachdem, wie die Nachfrage dann schwankt, schwanken auch die Preise. Ja? Und ich habe das hier mal aufgezeichnet. Das ist die letzte Grafik für den ersten Teil, wo man nochmal jetzt diesen Zusammenhang sieht. Ja? Also auf dem Spotmarkt, ja, kommen eben jetzt Anbieter und Nachfrager zusammen. Das heißt, für eine bestimmte Viertelstunde werden jetzt Angebote abgegeben. Ein Kraftwerk, was hier auf dem Markt seinen Strom verkaufen möchte, ja, der wird eben anbieten nach seinen variablen Kosten. Na, kann ich drunter
Preise anbieten, sonst macht er Verluste. Also er muss mal mindestens seine Importkosten anbieten. Ja, und er wird auch nicht mehr anbieten, weil die Nachfrage schwankt ja. Und das heißt, er wird aufpassen, dass er auch am Markt noch bleibt und hier noch irgendwo mit was verdienen kann. Also er bietet an seine variablen Kosten. Ja, und das machen alle für einen bestimmten Zeitpunkt am Tag vorher. Am nächsten Tag ist dann die Lieferung. Und das heißt, wir haben hier eine Räumung des Marktes, eine bestimmte Nachfrage, na, also bei sehr hohen Preisen eine kleine Nachfrage, bei niedrigen Preisen eine höhere Nachfrage, die eben mit diesem Angebot, das es gibt, unter Annahme bestimmter Preis, variablen Kosten für Gas, für Kohle, für Öl hier erzeugt werden. Es gibt natürlich auch hier Technologien, das ist eine residuale Angebotskurve. Da sind die Erneuerbaren schon rausgenommen, weil die Erneuerbaren haben, die Sonne spielt keine Rechnung, haben keine variablen Kosten oder sehr, sehr kleine variable Kosten. Das heißt, die werden immer in dem Markt auch Abnehmer finden. Ja, was hier eingezeichnet ist, ist die Kernenergie. Aber eben, man muss dazu sagen, wenn hier Erneuerbare wehen, na, dann kommen die sozusagen hier in die Angebotskurve noch mit dazu. Und so bildet sich eben dieser Preis. Und jetzt schwankt über den Tag, wie ich es vorhin dargestellt habe, schwankt die Nachfrage. Ja, auch über die Tage selbst. Am Wochenende ist die kleiner als unter dem Tag. Und es bedeutet, die schwankt hier. Und entsprechend ist es so, dass auch immer ein anderer Kraftwerksmix eingesetzt werden muss, um die Nachfrage zu decken und entsprechend die Preise auf dem Markt auch schwanken, wie wir es gerade gesehen haben. Ne? Also hohe Nachfrage bedeutet, ich muss hier teure Technologien einsetzen, geringere Nachfrage oder hohes Angebot mit Erneuerbaren bedeutet, ich kann hier relativ günstige Technologien zum Einsatz bringen und entsprechend gehen die Preise nach unten. Also so funktioniert das. Und damit will ich jetzt erstmal den ersten Teil vielleicht beenden und dann auf Fragen warten. Ja, vielen Dank, Herr Löschel. Das war, glaube ich, sehr gut verständlich und schon sehr umfangreich. Ich würde direkt mal ein paar Fragen dran anschließen. Und zwar, vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz was dazu sagen, wenn jetzt die Preise auf den Märkten wieder fallen, wie wir das jetzt gesehen haben. Sie haben gesagt, es ist noch kein langfristiger Trend. Die Preise bleiben erstmal weiter hoch, sowohl für Gas und für Strom. Aber wie lange würde es denn theoretisch dauern, bis sich Preissenkungen dann auch für VerbraucherInnen bemerkbar machen? Und vielleicht direkt noch eine zweite Frage. Günstige Energie ist ja auch ein wichtiger Standortvorteil und Wettbewerbsvorteil. Inwiefern war das denn in der Vergangenheit ein Wettbewerbsvorteil für deutsche Unternehmen und inwiefern kann das in der Zukunft überhaupt noch ein Wettbewerbsvorteil sein oder inwiefern droht uns da vielleicht auch eine Deindustrialisierung oder eben negative Effekte für die Wirtschaft? Ja. Vielleicht zum Ersten, also ich habe gerade aufgezeigt, einmal wie die Haushaltsstrompreise sind, ne, und wie die Großhandelspreise sind. Es ist so, die Vertriebe, also wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass die Bilanzkreisverantwortlichen sicherstellen müssen, dass ihre Bilanzkreise ausgeglichen sind. Das heißt, ein Bilanzkreisverantwortlicher, der muss schauen, was sind die Nachfrage, also von seinen Kunden, Kleinkunden und Haushalten, da nimmt er Standardlastprofile, um abzuschätzen, wie viel Nachfrage kommt. Bei seinen Großkunden, also registrierte Leistungsmessung, da weiß er, was die für Nachfragen haben und Verträge. Die muss er praktisch aggregieren und dafür muss er dann eben zu jeder Zeit immer ein Angebot bereithalten. Und was er macht üblicherweise ist, er kauft eben rollierend ein mit Vorausschau und deckt sich eben über einen längeren Zeitraum ein. Ich sage mal, ein klassisches Stadtwerk kauft über 3 Jahre ein. Das heißt, die haben jetzt zum Beispiel den Strom, den sie augenblicklich verkaufen, gekauft letztes Jahr und vorletztes Jahr und vielleicht sogar noch in 2019 zu den Konditionen auf den Großmärkten damals. Okay, aber nicht alles, sondern man kauft eben in Tranchen ein. Das heißt,
dann deckt man sich eben immer kurzfristiger auch nochmal mit anderen Produkten ein. Und man kauft natürlich auch nicht alles über den Markt ein. Sie können eben auch jenseits des Strommarktes bilateral, sogenannt over the counter, einfach Strom einkaufen. Ja, das können Sie bei Erneuerbaren machen. Das sind dann sowas wie Power Purchase Agreements, wo Sie erneuerbaren Strom einkaufen, oder Sie können Kraftwerksscheiben einkaufen. Ja, das zusammen gibt praktisch dann diesen Mix. Und jetzt haben Sie ja gefragt, was bedeutet das, wenn die Preise auf den Großmärkten so steigen und fallen? Na, das heißt, nein, die schlagen da nicht sofort durch, ne? Weil normalerweise Sie ein Portfolio haben von eingekauftem Strom. Es gab auch einige Vertriebe, die haben, als die Gaspreise gestiegen sind im Herbst, gedacht, die gehen wieder runter. Wir wussten ja nicht, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Die Gaspreise sind aber da schon angezogen. Dann haben die aber gesagt, nee, wir machen jetzt eine Strategie, die darauf baut, dass die Preise wieder runtergehen, und kaufen jetzt nicht das vermeintlich teure Gas oder den vermeintlich teuren Strom. Ja, wenn sie das gemacht haben und dann steigen die Preise immer weiter an, dann müssen sie irgendwann einkaufen, weil sie ja die Verpflichtungen haben, zu liefern irgendwann. Ja, was dann bedeutet, dass sie in immer größere finanzielle Probleme kommen, ne, weil sie was verkauft haben zu einem bestimmten Preis, ja, den sie gar nicht mehr eindecken können. Ja, und das ist auch augenblicklich so. Augenblicklich finden sie praktisch niemanden, der ihnen ein Angebot macht, ne, weil die Preise so volatil sind, dass es ganz schwierig ist, für die Vertriebe zu rechnen, ja, und überhaupt zu sagen, wie ist eigentlich ein Commitment, das ich eingehen kann über eine längere Zeit. Also es dauert etwas, bis es durchschlägt, ne, geht nicht sofort und hängt aber von der Strategie ab, die eben der Einzelne dann auch mitführt. Und nachher komme ich zu den langfristigen Wettbewerbswirkungen. Okay, super. Und können Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, weil es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass wir gerade eine Disbalance haben zwischen Angebot und Nachfrage. Das ist ja der Grund, warum die Preise auch so hoch sind mit. Welche Möglichkeiten haben wir denn kurzfristig, das Angebot noch auszuweiten? Ja. Das sind jetzt meine nächsten zwei Folien, den greife ich nicht vor sozusagen, ne, sondern sage ich jetzt gleich was dazu. Aber ich sage mal, die zentralen Bausteine ist Gaspreis runter. Und da gilt das Gleiche, also der Gaspreismarkt ist ja auch Angebot und Nachfrage getrieben. Ne, das heißt, Angebot in der kurzen Frist ist relativ fix, ne, weil es ist halt die Infrastruktur, die da ist, die Pipelines aus Norwegen, aus Nordafrika, das habe ich ja gestern dargestellt, die kann man nutzen, aber sonst ist es eben die Pipeline-Infrastruktur und die LNG-Infrastruktur, die da ist. Mehr geht nicht. Also kurzfristig fixes Angebot. Und das heißt, wenn ich Preise runterbekommen will, dann geht es nur, wenn die Nachfrage sinkt. Deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, ja, dass sozusagen die hohen Preise sind eine Reaktion auf diese Knappheiten, die zeigen diese Knappheiten, und Minderung in der Nachfrage als Reaktion auf hohe Preise sind gut. Ja. Und das werde ich gleich nochmal zeigen. Alles, was sozusagen jetzt versucht, Preise zu unten zu halten durch Preissubventionen, ist schlecht, ne, weil es eben diese physischen Knappheiten gibt. Die ändern sich nicht, ne? Und das sind Knappheitspreise. Ja, vielen Dank schon mal. Dann können wir uns auf jeden Fall auch auf den zweiten Vortrag schon freuen. Ich würde mich dann mal zu meinem Kollegen Stefan wenden und ihn bitten, dass er uns vielleicht ein paar Fragen aus dem Chat in die Diskussion gibt. Ja, hallo von meiner Seite. Heute geht es im Chat bisher deutlich ruhiger zu als gestern. Ich lese jetzt einfach mal zwei oder drei Fragen vor, die gestellt wurden, weil Teile wurden jetzt auch schon beantwortet im Gespräch, das ihr gerade geführt habt. Hier gibt es einmal die Frage: Favorieren Sie, Herr Löschel, verschiedene Strompreiszonen innerhalb Deutschlands orientiert an der Netzstruktur? Und dann gibt es noch etliche Fragen zu erneuerbaren Energien, wo es unter anderem dann darum geht, Erneuerbare streichen große Gewinne ein, wenn man Preise und variable Kosten vergleicht. Bei wem genau entlang der Kette bleiben die Gewinne hängen? Und
Dann eine Frage, die mir nicht ganz einleuchtet. Vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen. Da fragt ein Zuschauer, der Strompreis bei 100% Erneuerbaren wäre also 0 Euro richtig? Fragezeichen. Woher kommt dann der Investitionsanreiz zur Investition in erneuerbare Stromerzeugung? Ja. Das wären meine Fragen jetzt. Okay, also ich fange mal, vielleicht mal vorne an. Die Frage bei den Strompreiszonen, die schließt ein bisschen an die Diskussion von gestern an. Da haben wir ja gesagt, also der Netzausbau ist ganz zentral, auch für die Versorgungssicherheit, ne? Also um Engpässe zu vermeiden, brauchen wir eben Netze. Dann kann man nämlich über größere Distanzen, über unterschiedliche räumliche Gegebenheiten auch Strom tatsächlich nutzen und zu den Anbietern, von den Anbietern zu den Nachfragern bringen. Wenn das nicht geht, dann ist es sinnvoll, diese Engpässe zu bepreisen. Und das kann man auf unterschiedliche Arten machen. Also entweder über differenzierte Netzentgelte oder über Strommarktzonen, eine Trennung der Strompreiszone. Das, was ich gerade gezeigt habe, also der Spotmarkt, der heißt ja Anbieter und Nachfrager, so wie ich es gezeigt habe, die kommen zusammen und handeln Strom für eine bestimmte Viertelstunde. Es ist aber nicht klar, wo eigentlich der Strom hergestellt wird und wo er tatsächlich dann abgenommen wird. Das bedeutet, das ist eine Information, die nicht genutzt wird, weil man davon ausgeht, Deutschland ist eine Kupferplatte. Da spielt es keine Rolle, wo der Strom hergestellt wird und wo er nachgefragt wird. Das stimmt aber nicht, wenn Netzengpässe da sind. Und dann muss eben der Übertragungsnetzbetreiber eingreifen. Wir haben das gestern gehört, ne, zum Beispiel durch Redispatch, und das wird teuer. Besser wäre es, man hätte zum Beispiel dann zwei Handelszonen, ja, die natürlich wie auch im europäischen Kontext miteinander verknüpft sind, wenn diese Durchleitung oder die Verbindung zwischen den Zonen nicht problematisch ist, dann bilden sich die gleichen Preise. Ja, aber wenn es einen Engpass gibt, ja, dann fallen die Preise in den Zonen auseinander und dann kommt es dort, wo dann ein Überschuss von Strom ist, zu niedrigeren Preisen und dort, wo ein Mangel an Strom ist, zu höheren Preisen. Im Deutschlandbeispiel sind dann die Preise im Norden niedriger und im Süden höher. Jetzt ist es so, dass der Preis in ganz Deutschland gleich ist, aber eigentlich wäre der in vielen Stunden im Norden niedriger und dann hätte man einen Anreiz, dort mehr Strom zu verbrauchen, wegen niedrigen Preisen, ne, und hätte dort die lokale Abnahme. Oder man hätte auch Anreize, zum Beispiel im Süden mehr zu investieren in neue Stromerzeugung, ne, weil dort eben auch höhere Preise erzielt werden können als im Norden. Wie gesagt, diese Integration von Netz und Erzeugung, die gibt es augenblicklich nicht, aber das wäre ein Teil dieser Prozesse um ein neues Strommarktdesign. Was mich gleich zum zweiten Punkt bringt, nämlich ist bei 100% Erneuerbaren der Strompreis null? Und wie finanzieren sich dann die Erneuerbaren? Ja, also aus meiner Sicht ist dem nicht so. Also wir haben eben auch bei den Erneuerbaren, bei einem Markt, der von sehr, sehr vielen Erneuerbaren gekennzeichnet ist, ganz viele Stunden, wo der Preis eben nicht null ist. Warum ist das so? Weil in vielen Stunden natürlich die Erneuerbaren dann auch nicht die ganze Nachfrage decken können. Dann kommt wieder das marginale Kraftwerk, das eben gebraucht wird, um die Nachfrage zu decken, ins Spiel. Und es wird auch so sein, dass die Nachfragen ja massiv ansteigen. Ja, das heißt, wir haben viel größere Nachfragen in der Zukunft, als wir es heute haben. Ja, und wir haben jetzt auch Technologien, zum Beispiel Speicher oder Elektrolyseure, die praktisch jetzt diese zeitlichen Fluktuationen aufnehmen können. Also das bedeutet, es gibt eben keine Nullkostengesellschaft, ne, sondern Strom wegschmeißen kostet was, ne, weil es jemanden gibt, der was Gutes damit machen kann. Zum Beispiel den Strom in den Elektrolyseur packen und damit Wasserstoff machen. Und der Wasserstoff, der ist eben dann
beliebig speicherbar und verfügbar, ja, nicht wie der Strom, der eben verfällt. Und dadurch wird der Preis nicht mehr auf Null gehen, sondern wird dann bestimmt zum Beispiel von den Erlösen, die so ein Elektrolyseur machen kann. Wenn der Elektrolyseur den Wasserstoff dann teuer verkaufen kann, na, dann wird der eine Nachfrage nach Strom haben, ja, und dadurch im Endeffekt wird der erneuerbaren Strom nicht auf Null fallen, na, sondern der wird dann das verkaufen an den Elektrolyseur und wird dann relativ konstant auch Erträge erzielen können. Ne? Größenordnung vielleicht 40, 50 Euro pro Megawattstunde und sich dadurch auch die Erneuerbaren weiter finanzieren. Das ist meine Meinung. Ja? Es gibt Leute, die reden davon, dass der Strompreis auf Null fällt. Das sehe ich nicht. Wenn er auf Null fallen würde, müssten wir uns überlegen. Aber ich sehe nicht, warum der auf Null fallen sollte, weil es eben die Möglichkeit gibt, zeitlich und räumlich den Strom zu verschieben mit einer Begrenzung, also einer Knappheit sozusagen, und damit auch Geld zu verdienen. Und dadurch ist diese 0-Euro-Geschichte eigentlich ausgeräumt. Ja, vielen Dank auch für diese Prognose in die Zukunft. Es war noch die Frage nach den Gewinnen von den erneuerbaren Energien. In welchem Glied der Kette die quasi hängen bleiben, beziehungsweise sollen die ja auch abgeschöpft werden? Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, welche Glieder die Kette überhaupt hat. Ne? Also ich bin eigentlich gegen Ex-Post-Eingriffe in den Markt. Bin auch dagegen, dass man rückwirkend den Technologien Geld wegnimmt. Wir haben das gesehen, das ist in Spanien mal gemacht worden. Danach wollte da keiner mehr investieren. Ich würde das nicht empfehlen, insbesondere nicht in eine Technologie, wo wir über die nächsten Jahre Hunderte von Milliarden investieren wollen, wenn ich es richtig sehe, in Europa. Ich glaube, das ist nicht gut, jetzt hier zu tief einzugreifen in den Markt. Und wir werden ja nachher vielleicht nochmal dazu kommen, zu diskutieren, warum der Markt, so wie er jetzt ist, eigentlich super ist. Ja, aber ich will mal ein Argument sagen, warum er gut ist, ne, weil er eben für die Technologien, die günstig sind, maximale Anreize für Investitionen gibt. Also, ne, wenn man jetzt eben das sich anschaut, dann kann man sehr, sehr viel Geld mit Erneuerbaren verdienen. Und also ich komme jetzt aus einer Zeit, wo ich 20 Jahre gehört habe, die Erneuerbaren sind sehr teuer. Ich habe mich das auch selber sagen hören. Ja, aber jetzt sind die Preise auch tatsächlich so, dass sie sich sehr lohnen. Ja, und das ist doch toll. Ja, dann haben wir einen riesen Anreiz, da in die Investition zu gehen, was eben lange nicht stattgefunden hat. Und der erste Reflex ist zu sagen, das müssen wir jetzt alles wieder wegnehmen irgendwo. Das halte ich für schwierig, weil ich sage mal, heute sagen wir 10% sind noch okay, beim nächsten Mal sagen wir 5% reicht es aber auch und dann der Nächste sagt, warum muss man überhaupt noch Gewinn machen eigentlich damit? Also ich glaube, das ist keine gute Idee, aber das ist eben scheinbar politisch gesetzt, dann wird das eben, ist ja auch EU-Recht, also in der Beziehung wird das jetzt umgesetzt, aber es ist einfach total schwierig, ne, irgendwie. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch Zeit vielleicht für ein, zwei weitere Fragen. Stefan, falls es im Chat noch etwas gibt. Ja, es gibt einige Sachen noch im Chat. Es wird wieder in einer sehr komplexen Frage mit vielen, also einer Frage, die aus vielen Einzelfragen besteht, die Frage nach dem Wasserstoff gestellt. Was Sie, Herr Löschel, zur EU-Taxonomie sagen, wann Sie prognostizieren, dass es eine intakte Wasserstoffwirtschaft geben wird. Und dann die ZuschauerIn ist der Ansicht, dass die Staatsgelder da sehr wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Kann das dann die Privatwirtschaft finanzieren? Das war eine Frage. Und dann nochmal so eine ganz einfache Rückfrage, das hatten Sie ja gerade eigentlich auch schon gesagt, also ist ein Gas- oder Strompreisdeckel ökologisch sinnvoll? Geht der Anreiz zum Energiesparen verloren, ja, wenn das Preissignal falsch ist?
Genau, da werde ich jetzt das im zweiten Teil werde ich das versuchen zu beschreiben, was passiert, wenn ich Gas subventioniere oder Strom subventioniere. Das ist eben genau das Falsche, auch in der augenblicklichen Situation. Übrigens auch vor dem Hintergrund, wenn ich das kann ich ja mal vorausschicken, wenn vor dem Hintergrund, dass es ja darum gehen muss, dass in der langen Frist fossile Energieträger auch teurer werden, damit diese Transformation gelingen kann. Sie haben ja gerade die Frage gestellt, braucht man privates Kapital? Ja klar, ohne privates Kapital wird es gar nicht gehen, ja, weil wir reden über Hunderte von Milliarden im Endeffekt, die gestemmt werden können. Das wird der Staat nicht leisten können. Und damit privates Kapital da reinfließt, muss klar sein, dass diese Transformation irgendwie ein Geschäftsmodell ist. Und dazu müssen die fossilen Energieträger teuer sein, die Erneuerbaren günstig und weit verfügbar und der Strom auch günstig und weit verfügbar, der grüne Strom. Sonst geht das alles nicht. Und was bedeutet das? Das bedeutet alles, was jetzt den Eindruck erweckt, dass eigentlich diese fossilen Preise nie durch die Decke gehen können, weil sobald das mal passiert, springt der Staat ein, halte ich für ein ganz schwieriges Signal. Also warum sollen sie sich jetzt da große Investitionen ans Bein binden, ja, wenn die Erwartung ist, dass in der Zukunft das sowieso irgendwann mal gedeckelt wird. Ne? Der CO2-Preis, der wird dann eben nicht mehr ansteigen ab einem bestimmten Punkt oder die Kosten für Fossile werden eben nicht mehr ansteigen und dann wird der Marktmechanismus massiv ausgehebelt werden und dann kommt es eben nicht dazu, dass private Investitionen in diese Bereiche gehen und dann wird es auch nicht stemmbar sein. Vielen Dank für diese Antwort. Ich würde dann mit einem Blick auf die Uhr sagen, dass wir vielleicht zum zweiten Vortragsteil kommen und da werden ja dann auch noch einige der Fragen, die ich und die Zuschauerinnen gestellt haben, beantwortet werden und dann haben wir ja auch noch mal Zeit für Rückfragen. Genau. Ja, ich wollte jetzt hier weitermachen. Ich habe jetzt so versucht, ein bisschen diesen Strommarktmechanismus zu erklären. Und es waren jetzt verschiedene Fragen, wie geht man eigentlich hier mit dieser Situation? Und ich habe gesagt, eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich hier das Angebot ausweite. Wenn ich das Angebot ausweite, dann schiebe ich sozusagen die Angebotskurve nach rechts. Also zum Beispiel, wir haben das gestern besprochen, wenn ich neue Kohlekraftwerke in den Markt bringe, das ist hier Braun- und Steinkohle, dann schiebt es die ganze Angebotskurve nach rechts und für die gleiche Nachfrage brauche ich jetzt eben nicht mehr so viele Gaskraftwerke. Das heißt, ich senke den Gasbedarf in der Verstromung. Ja, und wenn ich es ganz arg nach rechts schiebe, also zum Beispiel, weil jetzt hier auf einmal 20 oder 30 GW Erneuerbare reinkommen, dann brauche ich die Gaskraftwerke vielleicht gar nicht mehr und bin irgendwie hier mit den Kohlekraftwerken oder vielleicht sogar nur mit den Erneuerbaren auf einem ganz niedrigen Preisniveau. Also das heißt, Angebot ausweiten ist das eine, Nachfrage versuchen herunterzubringen ist das andere. Und hier ist natürlich auch ganz zentral, was passiert mit den Gaspreisen. Also das, was ich hier Ihnen aufzeige, ist jetzt ein Bild, wo der Gaspreis 300 Euro pro Megawattstunde ist, also ein ganz extremer Preis. Ja, was passiert, wenn der sinkt? Das kann man sich auch anschauen. Also hier habe ich oben eine Darstellung der Gebotskurve bei einem Gaspreis von 150 Euro und unten bei 50 Euro. Ja, was passiert jetzt, um die gleiche Nachfrage zu bedienen? Sehen wir, dass wir auf der einen Seite ganz unterschiedliche Preise bekommen. Also das heißt, wenn Sie oben bei 150 Euro schauen für den Gas, dann haben Sie, also kann man sich überlegen, ein Gaskraftwerk hat so ungefähr 60% Effizienz oder so. Wenn jetzt hier das Gas selber schon 150 Euro kostet, dann sind sie eben leicht bei Grenzkosten. Da kommt ja oben drauf noch der CO2-Preis. Das ist hier in dem Beispiel 65 Euro. Wenn Sie die Effizienz mal den Gaspreis plus den CO2-Preis nehmen für Gaskraftwerk, dann sind Sie ungefähr da bei 300 Euro.
ja, für so ein Kraftwerk, was dann eben gebraucht wird, um tatsächlich die Nachfrage zu decken. Was passiert, wenn der Preis jetzt runtergeht? Wenn der Preis runtergeht, ja, dann sehen Sie, dass hier tatsächlich der Preis auch runtergeht für CO2, für Strom. Ja, also der halbiert sich dann eben auch fast. Ja, und Sie sehen auch, dass jetzt die Kraftwerke nicht mehr die gleiche Reihenfolge haben. Bei einem niedrigeren Gaspreis sind jetzt einige der Kohlekraftwerke tatsächlich günstiger als andere Gaskraftwerke, insbesondere Gasturbinen, die nicht so effizient sind. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, na, dass hier in dem hohen Gaspreisszenario alle anderen Technologien genutzt werden, bevor man ans Gas geht. Ja, während bei dem niedrigen Gasszenario eben ganz viele andere hier auch vorher genutzt werden, ja, bevor man hier ins Gas geht. Also das heißt, schaffe ich es, die Gaspreise runterzubringen, indem ich das Gasangebot ausweite und die Gasnachfrage senke, hat es eine direkte Wirkung auf den Strommarkt. Die Strompreise gehen nach unten. Ja? Und die Frage ist, wie kann ich das machen? Ich habe gesagt, ich kann eben hier versuchen, Gasverbräuche runterzubekommen. Da komme ich gleich dazu, das geschieht eben durch die hohen Preise. Ich kann auch versuchen, das Angebot auszuweiten. Beim letzten Mal haben wir über Kohle gesprochen, über Kernkraft. Und ich will jetzt noch ganz kurz was sagen über Erneuerbare, weil das eben auch dazu führt, dass hier eine Rechtsverschiebung stattfindet. Und es eben so ist, dass in diesen Strategien eigentlich die Erneuerbaren der zentrale Treiber sind, um die Verfügbarkeit, um die den Übergang, die Erreichung der Treibhausgasziele zu erreichen. Denn die Treibhausgasziele sind im Kern Elektrifizierungsziele. Also das heißt, man möchte mit grünem Strom die verschiedenen Bereiche CO2-neutral bekommen. Und dazu braucht man eben viel Strom. Ne? Also man braucht ganz viel Strom, hier das zu erreichen. Und das bedeutet, das sehen Sie auch hier nochmal, Strom ist der zentrale Teil in der Endenergie bei Pfaden zur Klimaneutralität. Wir müssen die Erneuerbaren maximal ausbauen. Die Ziele sind ja auch entsprechend. Ja, das heißt also hier für Wind, für PV, möchte man eben hier für die nächsten Jahre 15 Gigawatt pro Jahr ausbauen. Aber wir kommen eben aus einer Phase, wo das bei weitem nicht zu der Fall war, bei Wind also unter 2 GW, bei PV weniger als 5. Das heißt, eine Verdreifachung, eine Vervielfachung der Ausbauten, die eigentlich notwendig sind, um genug Strom in den Markt zu bekommen, ne? Damit eben in der Zukunft die Preise auch niedrig bleiben können, die eben jetzt bestimmt sind durch diese Knappheiten. Aber das Problem ist eben, wir kriegen wahrscheinlich wirklich Probleme in diesen Ausbaugeschwindigkeiten. Also zum Beispiel Wind an Land ist eben nicht voll bezuschlagen zum Beispiel. Ne? Wir haben Probleme bei Flächenbereitstellung. Wir wissen nicht genau, wie Vorrangregelungen im Bereich des Naturschutzes eigentlich wirken und so weiter. Also müssen wir erst mal sehen. Die ökonomische Story, die habe ich gerade schon gesagt, die ist ein bisschen eine andere. Man sieht hier die Vergütungspreise für PV, die sind immer gefallen in den letzten Jahren. Und hier sieht man jetzt die Marktwerte. Und jetzt sieht man, die Marktwerte sind tatsächlich massiv angestiegen. Also Marktwert, was kann eine PV-Anlage überhaupt am Markt für Erlöse erzeugen? Die laufen ja auch nur zu bestimmten Stunden. Ich habe sie gerade gesehen, da gibt es eine kleine Delle, wenn die laufen. Aber trotzdem sind diese Marktwerte und diese Marktpreise eben sehr, sehr hoch, die erzielt werden können. Ja, und damit lohnt sich eigentlich auch für viele Stunden diese Investitionen. Ja, also es ist kein ökonomisches Problem an der Seite, sondern es ist tatsächlich ein Problem dieser anderen Rahmenbedingungen. Ja, die Idee eben der hohen Preise ist, es macht die Technologien, die günstig sind, attraktiv. Ja. Und zum anderen schafft es, dass die Nachfragen nach unten gehen, also die Effizienz gesteigert wird. Und das sieht man, kann man sich in verschiedenen Kontexten überlegen. Also hier einfaches Bild, wo einfach nur mal gezeigt wird, wie hängen zum Beispiel Gaspreissteigerungen in verschiedenen europäischen Ländern mit den Veränderungen in der Gasnachfrage zusammen.
Also hohe Preise, ja, führen zu niedriger Nachfrage. Niedrige Preise, ne, zu hoher Nachfrage. Das ist ganz einfache ökonomische Prinzipien, die hier eine Rolle spielen. Und wir haben ja gestern uns das angeschaut. Nachfrage ist auch schon runtergegangen teilweise, aber dafür braucht es eben diese hohen Preise. Jetzt kann man sich überlegen, wie wirken eigentlich diese Preise auf die Nachfrage? Ich will eigentlich nur das ganz kurz nochmal darstellen. Also das Erste ist, also Strom, Wärme, Transport, Nahrung sind Güter des Grundbedarfs. Das bedeutet, die werden überproportional nachgefragt von einkommensschwächeren Haushalten. Ärmere Haushalte fragen mehr von diesen Gütern nach. Wenn das Einkommen steigt, dann steigt auch tatsächlich die Nachfrage nach diesen Gütern, aber nur langsam. Also die Einkommenselastizität nennt man das. Also wie ändert sich die Nachfrage, wenn das Einkommen sich verändert? Die ist kleiner als 1. Das sind Güter des Grundbedarfs. Und die Preiselastizität ist auch klein. Also wenn sich der Preis ändert, ja, dann ändert sich die Nachfrage, aber nicht besonders stark. Also die Preiselastizität ist gering. Ja, und schließlich ist es so, dass die Nachfrage also mit den unterschiedlichen Preisen sich unterschiedlich verändert, je nachdem, wie reich der Haushalt ist. Also reichere Haushalte reagieren elastischer, reagieren stärker auf Preisänderungen als ärmere Haushalte. Ja, die können eben wenig tun, ärmere Haushalte, wenn die Preise steigen. Ein reicherer Haushalt kann eben mehr tun, um sich gegen diese Preisänderungen abzusichern und sein Verhalten zu verändern. Kann auch investieren zum Beispiel, ne, in effizientere Geräte und so weiter. Das bedeutet aber, bei einer Preissteigerung bleibt sozusagen besonders viel bei den armen Haushalten hängen. Können auch relativ wenig dagegen tun, ne, und sind eben besonders belastet. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man auf der einen Seite die Preise hoch hat, damit die Nachfragen runtergehen, ne, Effizienz gesteigert wird, die Anreize von den Fossilen wegzugehen hoch bleiben. Aber man muss sich eben überlegen, wie unterstützt man die Leute finanziell, weil sie eben sonst sehr, sehr stark betroffen sind. Ja, und das ist sozusagen die Preisseite. Und ich will auch noch bevor ich zu den Belastungen komme, noch eine Sache sagen, nämlich es gibt natürlich mehr als Preise. Also bei der Frage, wie kriegen wir unsere Verbräuche runter, da geht es natürlich dann auch nicht nur um Reaktion auf Preise, sondern da geht es auch darum, zum Beispiel um Fragen von Rückmeldung und Feedback. Also die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie hoch ihre Preise eigentlich sind, wie hoch ihre Verbräuche sind. Und wir wissen, wenn sie das zur Kenntnis nehmen, wenn sie darüber informiert werden, dann reduzieren sie auch ihre Verbräuche. Also das bedeutet, ne, ich kann über andere Maßnahmen, weiche Maßnahmen, Leute zum Energiesparen animieren, indem ich ihnen solche Rückmeldungen gebe, indem ich ihnen Informationen gebe, also Energieberatung, Empfehlungen, Erinnerungen zur Reduktion der Energieverbräuche. Das hilft. Wir haben hier ein Papier gemacht mit vielen Co-Autoren in Nature Energy. Da haben wir das auch nochmal verglichen, was sind eigentlich die verschiedenen Maßnahmen. Ja, und hier der Preis, der ist tatsächlich die Maßnahme, die am meisten wirkt. Aber die anderen Dinge spielen eben auch eine Rolle. Und am allerbesten ist es, man macht das zusammen, dann hebelt es sozusagen die Effekte. Also ich habe hohe Preise, na, aber ich unterstütze auch die Leute durch zusätzliche Informationen und gebe ihnen Rückmeldung über ihr eigenes Verhalten, dann gehen die Reduktionen am schnellsten. Das ist wichtig im Hinterkopf zu haben, und es ist auch wichtig zu überlegen, wie können wir vor dem Hintergrund die Menschen entlasten, ja, von der Augenblickssituation, ohne jetzt diesen Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, auf dem Markt auszuhebeln. Dazu ist aber erstmal wichtig zu verstehen, wie schauen eigentlich Belastungen aus? Und das ist, was hier aufgezeigt wird, das sind die ersten beiden Entlastungspakete 1 und 2 und ihre Wirkungen, das hier für einen 4-Personen-Haushalt. Das ist ein Gashaushalt, das ist ein Haushalt mit einer anderen Heiz,
Technik. Das heißt, da sieht man, es ist erstmal ein substanzieller Unterschied, ob sie mit Gas heizen oder nicht. Alle anderen Sachen sind auch teurer geworden, aber Gas besonders. Deswegen diese spezielle Hinwendung auf Haushalte mit Gas. Und man sieht, diese Entlastungspakete haben auch schon einiges gebracht, aber es kommt immer noch zu ziemlich hohen Mehrbelastungen. Also hier fehlt jetzt noch das dritte Entlastungspaket, das ist ja zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas. Die führt ja auch nochmal zu Rückgängen. Aber Sie sehen, es sind hier Mehrbelastungen, die in der Größenordnung von 15% und mehr des verfügbaren Einkommens sich abspielen. Das bedeutet, Ihnen geht mehr als ein Gehalt verloren durch die hohen Preise, die Sie jetzt zahlen müssen. Besonders, wenn Sie mit Gas heizen. Und es ist auch nicht ein Problem der unteren Einkommensbezieher, sondern es geht eigentlich bis in die Mitte der Gesellschaft, wo es eben hier so hohe Kosten gibt. Deswegen war es wichtig, dass die Politik sich der Sache angenommen hat. Und ich will als letzte zwei Folien nur noch mal jetzt diese Instrumente zur Abfederung kurz diskutieren, dass sich die Politik der Dinge angenommen hat. Aber es ist eben wichtig, jetzt noch mal zu schauen, wie wirken denn diese Maßnahmen? Und wir möchten ja, dass die Maßnahmen progressiv wirken. Also das heißt, diese ungleiche Belastung, über die ich gesprochen habe, Energiepreise steigen, ist ein Grundbedarf, betreffen insbesondere ärmere Haushalte, dass die Entlastungsmaßnahmen dann auch wirklich den ärmeren Haushalten stärker zur Verfügung stehen und die entsprechend entlastet. Das nennt man progressiv. Und etliche dieser Maßnahmen, die waren nicht geeignet dafür, also Arbeitnehmerpauschbetrag, Steuerfreibetrag, Tankrabatt, Fernpendlerpauschale zum Beispiel. Das sind alles Maßnahmen, die den oberen und den mittleren Einkommensschichten vor allem zur Verfügung stehen und dort genutzt werden, die nicht gut gewirkt haben, auch aus der Verteilungssicht. Es gibt andere Maßnahmen, die eigentlich ganz gut gewirkt haben, also zum Beispiel die Energiepreispauschale, weil die wird danach noch versteuert. Jetzt ist die zu klein. Ja, und wie ich es gerade gezeigt habe, nicht spezifisch auf Gas ausgelegt, sondern über alle. Können wir nachher auch nochmal diskutieren, warum und was das Problem damit ist. Aber das ist eine Maßnahme, die eigentlich ganz gut funktioniert hat in ihrer Verteilungswirkung und auch den Bedürftigeren stärker unter die Arme gegriffen hat. Eigentlich eine gute Maßnahme. Aber was auch ein Problem ist, ein Drittel der Maßnahmen sind eigentlich Preissubventionen, also wo versucht wird, fossile Energieträger günstiger zu machen. Da muss ich jetzt obendrauf noch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas nehmen. Das ist natürlich auch ein Problem. Also wo also hier Preise runtergenommen werden, Preissubventionen gemacht werden und dadurch natürlich die Nachfrage angekurbelt wird und entsprechend genau das Gegenteil erreicht wird, was man eigentlich möchte, also fossile müssen eben teuer werden, nicht günstig. Aber die Idee ist eben, hier stärker auf Einkommenstransfers zu schauen. Und das ist die Idee der Gaskommission. Die Gaskommission, die hat jetzt versucht, einen Vorschlag zu machen, wo eben gesagt wird, wir machen keine Preisobergrenze oder keine Subvention, sondern wir machen eine pauschale Entlastung. Ja, eine pauschale Entlastung, die sich orientiert an den Preisen der Zukunft, der neuen Verträge versus einem Standardpreis mal sozusagen dem Verbrauch der Vergangenheit, eine Pauschale, die eben hier gezahlt wird. Man kann sich das so vorstellen, also hier diese schwarze Linie, das ist jetzt die Gasnachfrage und die ist umgerechnet in eine Gasrechnung für einen Preis von 5 Cent. Je mehr Sie verbrauchen, umso teurer wird Ihre Rechnung. Jetzt haben Sie auf einmal einen neuen Preis, der ist dann 25 Cent. Das ist Ihre Gasrechnung, die wird jetzt, steigt jetzt sehr stark an in Ihrem Verbrauch. Ja, einen Gaspreisdeckel, der würde so ausschauen, nämlich wie diese grüne Linie. Da würden Sie jetzt sagen, wir deckeln jetzt den Gaspreis zum Beispiel auf 12 Cent. Ja, das hat man aber nicht gemacht, sondern was man gemacht hat, ist, man hat eben hier jetzt so eine pauschale Zahlung bestimmt,
die eben unabhängig ist von der tatsächlichen, von dem tatsächlichen Verbrauch. Das heißt, die Gaskommission schlägt vor, dass man hier einen pauschalen Transfer berechnet, historischer Verbrauch mal 80% mal die Preisdifferenz, das ist der Transfer. Und das heißt, die Anreize bleiben genauso wie in dem neuen Vertrag. Also das heißt, jede Kilowattstunde, die Sie jetzt mehr verbrauchen, schlägt sich voll auf Ihre Gasrechnung durch. Sie haben aber einen pauschalen Abzug. Ja, das sehen Sie jetzt hier, diese rote Linie ist praktisch die neue Gasrechnung, ja, die Sie haben nach dem Vorschlag der Gaskommission. Es wird also Geld weggenommen von Ihrer Rechnung, ne, aber jede Kilowattstunde, die Sie verbrauchen, die kostet Sie eben den neuen Preis, 25 Cent. Ja, und es gibt auch keine Preissprünge oder sowas, ne? Diese 80%, die sind nur genommen, um praktisch hier die Pauschale zu berechnen. Der Preis ist hier linear. Die Kosten steigen linear im Preis an. Es gibt keine Preissprünge. Ne? Und Sie haben den vollen Anreiz, hier tatsächlich Ihr Gasverbräuche zu senken. Das ist die Idee, ne, hinter diesem Vorschlag der Gaskommission. Das ist gut, weil so eine Veränderung im Gaspreis hat ja immer zwei Wirkungen. Die eine Wirkung ist, Gas ist teurer, ja, und ich suche mir eine Alternative, das nennt man Substitutionseffekt, der ist gewünscht. Wir wollen ja Gas reduzieren, das ist die Ausgangslage. Aber hohe Gaspreise haben eben auch einen Effekt auf das Einkommen. Ne, durch die hohen Gaspreise werde ich ärmer. Und der Einkommenseffekt ist nicht gewünscht, ne, insbesondere für die ärmeren Haushalte. Deswegen ist die Idee, man hält den Substitutionseffekt, dafür brauche ich hohe Preise, ja, aber man kämpft gegen diesen Einkommenseffekt der hohen Preise an, indem man pauschale Transfers gibt. Also das ist eigentlich ein sehr sinnvoller Vorschlag. Ja, und würde auch helfen, die Knappheit im nächsten Winter entsprechend anzugehen und dann eben Preise hochzuhalten, aber eben diese physischen Knappheiten zu verhindern. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Löschel, auch für den zweiten Vortragsteil. Ich glaube, Sie haben gut aufgezeigt, wie wichtig Preise sind, auch für die Transformation hin zur Klimaneutralität und dass es aber eben wichtige sozialpolitische Fragen mit sich bringt. Vielleicht könnten Sie noch mal in wenigen Worten sagen, es wurde ja viel kritisiert, dass wir eigentlich nicht pauschal mit der Gießkanne entlasten sollen, sondern dass es eigentlich sinnvoller wäre, gezielt zu entlasten und vor allen Dingen Sparanreize aufrechtzuerhalten. Woran scheitert das jetzt aktuell auf die kurze Frist, dass wir nicht gezielter entlasten können? Ja, das Problem ist, also wir haben ja seit der Diskussion ums Klimageld eigentlich gefordert, dass man gezielt Geld an Haushalte geben kann. Das hört sich jetzt ja auch erstmal nicht so schwierig an, eine Steuernummer mit einer Kontonummer zu verbinden, ja. Also das ist, glaube ich, nicht Rocket Science oder sowas. Ne? Das sollte schon machbar sein. Und dann kann ich im Endeffekt auch gezielt die Menschen unterstützen, zum Beispiel, indem ich ihnen das Geld aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung zurückgebe. Das war die ursprüngliche Diskussion 2019. Man hat das auf die lange Bank geschoben und immer noch nicht angegangen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, weil wir eben diesen Mechanismus nicht haben. Das Bundesfinanzministerium hat gerade letzte Woche einen Zeitplan aufgelegt, dass man es schaffen möchte, bis 2025 diese Zusammenführung hinzubekommen, also in 3 Jahren. Das ist aus meiner Sicht inakzeptabel. Ja, weil es gibt Vorschläge, wie man das schneller machen kann unter Nutzung bestehender Strukturen, wo man eigentlich 90% der Fälle relativ schnell abarbeiten kann und in 6 Monaten zu einer zielgerichteten Auszahlung kommen kann. Bis dorthin hat man die Situation, dass dass man nicht weiß, wer an dem Anschluss sitzt. Also da muss ich das so vorstellen, man weiß eigentlich nur, da gibt es eine Abnahmestelle und was
diese Abnahme, was hinter der Abnahmestelle ist, ist komplett unklar. Das könnte jetzt ein Haus sein mit 4 Mietwohnungen, ja, oder es könnte eine Villa sein. Ich sehe nur den Gasverbrauch. Ja, aber was mache ich jetzt? Da muss ich irgendwie überlegen, wie gehe ich damit um? Ich kann eben jetzt nur was an der Abnahmestelle machen, sozusagen. Ich kann nicht direkt auf die Verbraucher dahinter zugreifen. Und dadurch kommt das eigentliche Problem. Hätte ich diese direkte Möglichkeit, die Verbraucher anzusprechen, würde ich jetzt die 4 Haushalte direkt ansprechen und würde den Villa-Besitzer außen vor lassen. Ja, so sehe ich aber nur 100.000 Kilowattstunden Gasverbrauch und ich weiß nicht, ob das jetzt 4 Haushalte mit einem durchschnittlich vielleicht sogar kleinen Verbrauch sind oder eine Villa, die sehr viel Verbrauch hat. Ja, deswegen muss das relativ schnell angegangen werden. Da gibt es jetzt einfach keine andere Möglichkeit, das zu machen. Ich glaube, dass die Umsetzung der Politik so lange dauern wird, dass man vielleicht auch nochmal einen Anlauf machen sollte, diese direkte Auszahlung im ersten Versuch vielleicht zu machen. 6 Monate, heute fangen wir an. In 6 Monaten ist April. Ich glaube, da sind wir relativ gut aufgestellt im Vergleich zum Zeitplan, den wir jetzt mit der Implementierung der Vorschläge brauchen werden. Das ist ja hochkomplex, wird nicht einfach sein. Aber das ist das zugrunde liegende Problem. Ne? So, und dann ist es Gießkanne, weil wie soll ich es anders machen? Ich muss an der Anschlussstelle ansetzen und ich kann nur die Anschlussstelle entsprechend adressieren. Ich hatte vorgeschlagen ursprünglich, dass man so eine Kombination aus dem Grund aus Energiegeld oder Energiepreispauschale, ich habe gedacht, die funktioniert ganz gut, plus eben so eine Gaszahlung macht. Und dann macht man eben für jeden Haushalt, der Gas bekommt, nochmal 100 Euro im Monat oder so. Ne? Und das geht dann ein bisschen einfacher, weil da muss ich nur unterscheiden, hat der einen Gasanschluss oder hat er keinen. Ja? Und dann habe ich diese 2 Instrumente aufeinander gelegt. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Alternative. Wie gesagt, jetzt hat man sich etwas davon verabschiedet, die anderen Haushalte, die jetzt eben auch stark betroffen sind von Preissteigerungen, nochmal zu adressieren, ist nur auf die Gasnachfrage gegangen und hat jetzt eben dieses System aufgesetzt. Aber wie gesagt, das wird sehr, sehr schwierig. Deswegen haben Sie gehört jetzt auch, gab es ja erste Vorschläge, das ist eigentlich ein Vorschlag, der nicht so gut ist, auch nicht dem Sinn der Gaskommission entspricht, aber der eben umsetzbar ist, ne, wo man einfach pauschal sozusagen Rechnungen wegnimmt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Aber wie gesagt, wenn man das so macht, dann könnte man auch nochmal versuchen, vielleicht etwas den größeren Wurf zu wagen. Ja, vielen Dank. Also das heißt, es gibt theoretisch Alternativen zu dem von der Regierung gewählten Ansatz und wir hätten uns vielleicht auch schon mal ein bisschen früher über so einen gezielten Entlastungsmechanismus kümmern müssen. Ich wende mich der Uhr zu und auch Stefan und frage nochmal, ob es denn im Chat noch Themen gibt, die wir hier besprechen sollen. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade ganz frisch reingekommen von einer Zuschauerin die Frage, gibt es irgendeine Stelle oder einen Link, wo findet man die Vorschläge oder unter welchem Stichwort muss man suchen, um diese Vorschläge zu finden, wie man das Geld hätte gezielter auszahlen können oder was die alternativen Methoden gewesen wären? Das ist eine Frage. Vielleicht können Sie da ja irgendeinen Tipp geben, wo man weiterlesen könnte. Und dann eine auch sehr konkrete Frage. Wie beurteilen Sie die Änderung des Entwurfs der Bundesregierung im Vergleich zur Kommission? Bezugsmonat für den Gaspreis Dezember statt September. Besteht dadurch nicht die Gefahr, dass die Versorger nochmal die Preise erhöhen? Das wären jetzt 2 Fragen, die Sie genau vielleicht erstmal beantworten. Ja, genau. Also das Problem ist ja, wir wissen jetzt nicht genau, wie tatsächlich jetzt das Vorgehen ausschauen wird und der entsprechende Entwurf sein wird. Das ist jetzt ja ein erster Vorschlag sozusagen. Ne? Also deswegen müssen wir ein bisschen abwarten. Aber die Idee war ja zu sagen, wir nehmen historische Verbräuche, weil man da eben nichts mehr dran drehen kann sozusagen. Ne? So, und das andere ist, wir haben natürlich auch ein Problem auf der Preisseite, weil wenn es hier solche Deckelungen gibt,
Dann hat man natürlich auch, ich sag mal, den Wettbewerb so ein bisschen abgeschwächt irgendwie, ne? Weil im Endeffekt bleibt ja dann scheinbar dann doch alles wieder auf den 12 Cent hängen oder so irgendwie, ne? Als Referenzpreis. Und da muss man so etwas aufpassen. Also wie hält man die Wettbewerbsintensität hoch, ne? Dass eben jetzt da auch dafür gesorgt wird, dass Preise nicht durch die Decke gehen. Und zum anderen, wie schafft man es, dass man eben nicht Veränderungen im Verhalten belohnt, ne? Also eben, das war ja die Idee, dass man eben, also sagen wir, ursprünglich hieß es mal, die Regierung zahlt einem den Dezember oder sowas irgendwie, ne? Oder die Regierung zahlt eben einem hier für das nächste Jahr einen Teil des Gasverbrauchs. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht die Intention, ne? Weil sonst hat man eben eine Subventionierung und begünstigt hohe Verbräuche, ne? Und die Idee muss sein, man gibt Geld, aber unabhängig vom Verbrauch. Na, und jeder versucht, so viel wie möglich einzusparen. Und auch nicht nur 20% einsparen, sondern jeder Prozent mehr bringt eben was. Und da muss man jetzt ein bisschen schauen, ob diese Vorschläge, die es gibt, ob die tatsächlich auch so umgesetzt werden, wie es der Kommission vorschwebt. Ich habe da meine Bedenken, weil ich festgestellt habe, dass selbst Mitglieder der Kommission den Kommissionsvorschlag eigentlich verzerrend weitergeben, ganz zu schweigen von Politikern, die jetzt eben davon sprechen, dass eine Gaspreisbremse, der Gaspreisanstieg gebremst wurde und so weiter. Das stimmt halt einfach nicht. Das sind nicht die Vorschläge. Also muss man erst mal sehen, wie ernst dann auch das genommen wird oder ob das so eine Nerd-Diskussion ist, so ein bisschen die da einfach übergangen wird. Eigentlich ist der Vorschlag ein anderer. Die haben sich da auch Gedanken drüber gemacht, warum das so ist. Ne? Und das wird man jetzt mal abwarten müssen. Und vielleicht noch einen kurzen Tipp, wo sich die Zuschauenden informieren können über die alternativen Entlastungsvorschläge. Haben Sie da vielleicht auch was veröffentlicht zu Ihren Vorschlägen? Genau, also es gibt verschiedene Stellen, wo man sich das nochmal anschauen kann, auch wie die Vorschläge zu direkten Entlastungen sind. Am besten wäre es wahrscheinlich, wir würden einfach einen Link eigentlich nochmal machen zu einer entsprechenden Publikation. Da ist es aber wahrscheinlich besser, ich schaue da mal danach und liefere das nach oder so. Ne? Also es gibt eben tatsächlich Darstellungen, wie diese Direktauszahlungen relativ gut und rasch gemacht werden können, insbesondere eben über Nutzung der bestehenden Strukturen, also zum Beispiel die Familienkasse. Und da gibt es schöne Publikationen und ich weiß jetzt nicht, ob es die allerbeste ist oder so, ne? Aber ich schicke das mal jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das versenden kann auch. Genau, Sie können das in den Chat stellen. Ja, mache ich jetzt mal, ne? Das ist ein Beispiel. Da wird so ein bisschen diese Struktur, also da geht es ja darum, bestehende Strukturen zu nutzen, um schnellstmöglich diese Direktzahlungen hinzubekommen. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt, weiß nicht, ob es die allerbeste Darstellung ist, aber es ist eine Darstellung, die aus meiner Sicht erstmal Sinn macht. Da wird nochmal erklärt, wie unter Nutzung eben zum Beispiel der Familienkasse, unter Nutzung der Daten, die eben für die Rentner da sind, die für die Familien da sind, die eben dann auch für die Bezieher von Lohneinkommen da sind, ne, wie man im Endeffekt hier diese Direktzahlung hinbekommen kann. Also ich glaube, das reicht, das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Super, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass die Zuschauerin da vielleicht schon mal erste Informationen findet. Ich weiß, es gibt noch viele weitere Fragen. Ich blicke auf die Uhr. Es ist schon fast 19.30 Uhr. Deswegen an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, wenn jetzt noch konkrete inhaltliche Nachfragen sind, Herr Löschel hatte angeboten, Sie können ihn auch gerne per E-Mail kontaktieren. Ansonsten würde ich noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben heute Abend von Ihnen erfahren, Herr Löschel, Energiepreis ist nicht gleich Energiepreis.
Preis. Also es gibt den Großhandelspreis, aber es gibt dann noch viele weitere Komponenten, die eben auch den Preis bestimmen, wie Steuern, der CO2-Preis, Netzentgelte und so weiter und so fort. Und das, wir müssen uns dann immer angucken, welche Komponente des Preises ist überhaupt gestiegen. Sie haben auch gesagt, die Gas- und Strompreise werden weiterhin hoch bleiben, weil wir haben einfach physische Knappheiten. Das Angebot können wir kurzfristig nicht sehr viel ausweiten. Deswegen geht es vor allen Dingen darum, die Nachfrage zu reduzieren. Und das machen wir mit Einsparungen. Aber grundsätzlich sind die gestiegenen Energiepreise auch nicht schlecht für die Transformation, weil sie geben auch richtige Anreize zum Energiesparen und für klimaneutrale Technologien, die sich dadurch lohnen. Und da ist eben wichtig einfach, wir haben hohe Energiepreise, wir brauchen Entlastung und vor allen Dingen gezielte Entlastung. Das heißt vor allen Dingen bei den Haushalten, die besonders betroffen sind. Da haben Sie ja jetzt auch einen konkreten Vorschlag in den Chat gepostet, wie man das umsetzen könnte. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannenden Vorträge, für die Antworten. Ich bedanke mich auch beim Publikum für die Beteiligung. Ich hoffe, dass Sie heute Abend ein bisschen was Neues mitnehmen konnten. Die Folien von Herrn Löschel und auch die Aufzeichnung der Grundkurse, die bekommen Sie in den nächsten Tagen per E-Mail zugeschickt, per Link. Bevor wir jetzt die Veranstaltung schließen, habe ich noch zwei letzte kleine Fragen an Sie für unsere interne Auswertung. Deswegen bitte ich da auch noch einmal um Ihre Antwort und gebe Ihnen ganz kurz Zeit. Nämlich, wie fanden Sie die Länge dieser Einheit heute Abend mit 75 Minuten und haben Sie auch schon gestern am ersten Grundkurs teilgenommen? So, vielen Dank. Die Antworten haben wir erhalten. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Grundkursreihe wird auf jeden Fall fortgeführt und es wird dann im Laufe der nächsten Monate noch weitere Energiewende-Themen geben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und nochmal danke, Herr Löschel. Super, danke für die Einladung.